Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 53 von Simotrans Kooperation. Ja, wir haben das Problem, dass wir alle unsere Bahnläden neu gestalten müssen, einfach aus dem Grunde, weil wir das Comic-Pack geupdatet haben. Und da haben die was wirtschaftlich auch geändert. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir hier Züge haben, die ja total lang sind und schlecht fahren. So, ich suche jetzt gerade mal einen raus, wo mehrere drauf sind. Da zum Beispiel. Können wir jetzt hier mal nicht laden machen. Und dann muss der ins Zugdepot. Ich hoffe, das funktioniert auch alles so schön. Gehen wir den nächsten durch. Ja, da sind alles einzelne Linien, wo nur ein Zug drauf ist. Hier sind zwei drauf, das heißt auch nicht laden. Und die müssen wir dann schnellstens bearbeiten, ne? Wie sieht's hier aus? Oh, zum Depot. Und den nicht laden? Na, lassen mitten nicht laden, weiterfahren. Der kann dann da gleich rein ins Depot wohl. Weil der gerade keine Fahrgäste hat, ne? So. Gut, nächste hier. Da sind auch zwei. Okay. Der zweite ist auch voll. Schön, ne? Dann machen wir bei dem nicht laden hin. Gut. Da ist nur einer drauf. Auch nur einer. Auch nur einer. Ich nehme jetzt erstmal nur die Linien, wo zwei drauf sind. Der ist voll. Und der ist auch voll. Und den machen wir als erstes nicht laden, weil der wohl noch länger ist wie der. Naja, der hat Post mit und der andere nicht, okay. Gut. Das heißt, den machen wir erstmal zu. Und dann schauen wir weiter. Ja, hier haben wir dann einige mehr. Auch nicht laden. Den machen wir mal auch nicht laden, weil auf der Linie sind ja drei. So. Und jetzt müssen wir das alle irgendwo im Auge behalten. Da ist nur einer drauf, da auch. Auch nur einer. Hier sind mehrere drauf. Vier sogar an der Zahl wohl. Nicht laden. Den machen wir auch nicht laden. Und den dritten machen wir auch nicht laden. Na, schieben wir mal damit hin. Gut, dann weiter hier gucken. Ja, ich glaube, das war schon ein kurzer Zug, oder? Hatten wir da nicht schon sieben nur gemacht? Details. Boah, das sind jetzt super Details. Ne, da passt irgendwas auch nicht. Ja, wäre schön, wenn ich die alle so sehen könnte, ne? Aber hier sehe ich es nur an den Dingen 270 natürlich. Gut, den machen wir jetzt mal weg. Weil der ist ja nur einer. Oh, der muss sowieso ausgemustert werden. Machen wir nicht laden. So, jetzt müssen wir nur mal schauen, wo der kann ins Depot dann. Nur die Frage, wie er ins Depot kommt, ne? So, erster Zug ist im Depot. So. Das hat gut geklappt. Dann habe ich den falschen ins Depot gejagt. Aber, nee, das passt noch. Okay, testweise, den können wir wieder starten. Das war natürlich super gut, was das hat ja wieder voll geklappt. Nicht geguckt, was das für einer war. Auch zum Depot. Haben wir schon Stau gebaut wohl. Aber der fährt jetzt weiter.
Sind nur überall Passagiere drin, ne? Ja. Wo steht er jetzt? Er steht in Erfurt. Und er soll zum Depot fahren und fährt nicht zum Depot. Keine Ahnung, warum das nicht klappt. Der braucht nicht zum Depot, sehe ich gerade. Der kann dann auch zu. Gut, die anderen sind, glaube ich, alle mit Passagieren behaftet, ja. Sieht gut aus. Ja. So, bisschen aufräumen. Übersicht behalten. Es wird hier schon schwer genug werden. Die kann sowieso ins Depot dann. Wo er rumfährt, weiß ich immer noch nicht. Die zweite machen wir auch nicht laden. Und weiter geht's mal gerade hier. Gucken alles einer. Alles einer. Museumszug ist klar, der bleibt. Und das ist die Zechenbahn. Aber warum hatten wir da eben die Zechenzüge dann? Ach, die waren bei dort nach Osnabrück oder so vielleicht, ne? Das sind diese und das andere war Dortmund-Zeche, okay. Gut, das lasse ich erstmal zu jetzt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo er ist. Die Frage, wo er einen Lokschuppen findet, ne? Wenn der da lang fährt, ne? Kommt er doch nie zum Lokschuppen, oder? Okay, dann könnte es jetzt vielleicht klappen, ne? So, 270, 212. Dahinter versteckt sich noch einer mit 262. Hier ist der erste Nuller. Den ziehen wir da mal raus. Der muss jetzt zum Depot. Hat das Depot erreicht, okay. Weg. Weg. Hallo, was war das jetzt? Noch volle Fahrt hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Hallo? Das sind 12 Anhänger und der fährt in grün. Was ist denn jetzt passiert? Stopp mal. Kann ich irgendwo sehen, welches Pack das ist? Da steht nur Pack 192 Comic. Aber das ist hier eine bayerische V6. Aha, die schafft das. Alles klar. Ja. Auch schön. Der ausgemusterte Zug hat die Leistung. Unsere B7 hat die Leistung nicht. Starten. Weiterfahren lassen. Auch gut, ne? Okay. Da wieder raus. Das heißt, ich musste die B6 alle nicht aus. Jetzt muss ich die nur finden, ne?
Wo fährt er denn jetzt hin? Wo ist denn hier dann der nächste Bahnhof, ha? Oder? Leipzig. Ich schätze, er fährt nach Nürnberg runter, ne? Hier haben wir in Halle noch einen Bahnhof, den können wir mal gerade schnell ausbauen, schon mal. Würde ich mal sagen, ne? Ja, gehen wir von aus, dass hier kein Depot in dem Sinne ist, ne? Oder hier ist auch ein Depot wahrscheinlich gleich, aber... Es werden Millionen Verluste sein, die wir hier fahren jetzt. Da, Potsdam ist es. Jetzt müssen wir nur gucken. Andere Richtung ist wahrscheinlich Nürnberg. Ich glaube ja. Der wird ewig brauchen, bis er im Depot steht. Ja. Mal Karte mal auf. Kleiner, ne, das war größer, war klar. Und Auswahl. Stadtgrenze, Stadtgebäude. Depots. So, Hamburg, Potsdam, Nürnberg, Stuttgart. 4 Stück. Ne, 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Stellt sich jetzt gerade mal die Frage, ob wir hier nicht zentral noch eins hätten, ne? Mindestens in Kassel sollten wir vielleicht eins bauen. Oder Göttingen, da ist ein Kreuzungspunkt. Ich baue hier bei Göttingen noch ein Depot hin. Ich glaube, das macht Sinn. So, da haben wir noch eins mehr. Das sind zwar jetzt zusätzliche Kosten, aber ich glaube, schon alleine wegen den Fahrten, dass da Züge reinkommen, ne? Macht das Sinn. Der fährt, glaube ich, nach Potsdam. So. Sind alle noch mit Passagieren belegt? Ja. Da hinten ist auch noch einer. Der hat keine mehr. Zack. Wo muss er hin? Ich glaube, das können wir auch wieder knicken. Karte. Wo ist unser Ausschnitt? Im Süden? Oder? Sehe ich jetzt gerade nicht. Auch schön, ne? Ach, da oben bei Hamburg ist das, alles klar. Hier, Bremen. Dann fährt er wahrscheinlich nach Hamburg, ne? Ja. Er fährt nach Potsdam. Der fährt keine Ahnung wohin. Geht hier die Strecke dann nach Hamburg, ne? Kann das sein? Ja, könnte sein, dass das so ist. Da geht es jetzt gleich rüber. Dieselbe. Ja, genau, das ist es.
Tja. Oh, der ist auch schon zum Depot zu schicken. Und der auch schon. Na, da habe ich zu früh geklickt. So. Ja, jetzt passiert gerade gar nichts, außer dass das Geld weniger wird. Ups, das war der falsche, den wollte ich haben. Bis der erste Zug dann... Warte, hier hinter ist auch noch einer. Der hat jetzt nur noch 14. Da ist keiner mehr, gut. Schneller. Da ist jetzt auch 0, das heißt, er kann auch zum Depot. Da links ist auch gerade auf 0 umgesprungen, also auch zum Depot. Er fährt noch. Depotzug. Die anderen fahren noch. Drei, der erste. So. So, 50 km/h voll. Einen dran, 49 km/h. Beladen 44. Lass mal so laufen, starten. Stellt sich mir gerade nur die Frage, ist bei dem noch das Nichtladen ausgewählt? Nein. Gut, der fährt. Einer weniger. Hier unten haben wir noch einen, der kann auch zum Depot dann. Und hier rechts haben wir auch noch einen versteckten, der kann auch zum Depot. Gut. Die anderen fahren ja alle schon angeblich zum Depot. Aber hier haben wir doch sowieso schon einen Zug. Oh Mann. Na, den lassen wir noch zum Depot fahren. Ach, der hat auch noch einen Postanhänger schon dahinter. Ach. Der kann einfach Fahrplan einhalten. Weg mit dem. Shit, der ist schon kurz. Hätte man drauf achten müssen, ne? Der ist zu lang. Der auch Nuller? Nein, der fährt noch Passagiere. Die anderen sind schon alle Null. Gut. Ja, hier haben wir auch eine B6. Fahren lassen, oder? Ja, wieder starten und fertig. B7, B7, B6. Kann man gleich ausmachen, weiter Fahrplan. Ach, egal. Egal, wo er jetzt startet, einfach fahren lassen. Und links fährt er jetzt gerade an der oben Ecke lang. Naja, das geht dann noch. B7, 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 B7 können wir so lassen. Die anderen müssen alle ins Depot. Ja, schade, ne? So, einer ist angekommen und... Die B7 dann hier, die können dann auch ins Depot. Der muss dann weniger haben. Das sind jetzt 6, 7. Startet wieder. Okay. Zum Depot alle. Der nächste
Okay, der ist da angekommen. Der hat schon nur... Starten. Gut. Zu. Und fährt gleich wieder. Und ich glaube, den können wir jetzt zumachen. Das war gerade der, ne? Ja. So. Schneller das Ganze. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, was mit dem hier ist. Wartet jetzt auf den Gegenzug oder was? Ich weiß nicht, was mit dem ist. Frankfurt steht. Ja, okay, da fahren mehrere auf der Linie. Ich glaube, wir machen mal hier noch ein Stück Gleis lang, oder? Ich glaube, wir machen das da auf der linken Seite. Das war schon falsch, das war richtig. Jetzt fährt er da unten auch, alles klar. Nur die Frage, dann kommt der nächste Ort hier, ne? Aber das war auch noch ein ganzes Ende, ne? Dann klappt das auch besser. Wo steht er jetzt? An einer anderen Warteschlange. Nur das wird ja richtig schwierig noch. Ich weiß nicht, ob ich das nicht alles offline machen sollte, wenn ihr nicht dabei seid. Ja, ich denke, ich mache das weiter hier ohne euch und ich schalte dann wieder rein, wenn diese hier auf jeden Fall am Depot dran sind. Dann beenden wir erst hier die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.